Leitlinien sind eine Hilfe für die Kollegen in dem Sinne, dass die Flut von Publikationen und Informationen systematisch aufbereitet und bewertet wird, um daraus konkrete Empfehlungen für die Therapie der Patienten in der Praxis zu geben. Das heißt, es ist eine Form des strukturierten, modernen Wissensmanagements. Von den Kollegen in der Praxis würde ich mir wünschen, dass sie die Leitlinien als Hilfe annehmen und nicht als Vorschrift oder Richtlinie missinterpretieren, sondern die Informationen, die dort gegeben werden, für die Entscheidung mit den Patienten einzusetzen. Das Wichtigste ist, dass man sich a. informiert, welche Leitlinie es gibt, dass man bei klinischen Fragen, die sich in der täglichen Praxis ergeben, auch mal nach Leitlinien sucht, ob dort die Frage sozusagen beantwortet ist. Und man findet dort die aktuell neueste Literatur der Studien, die in dieser Frage publiziert sind.